Herzlich willkommen zu Wirtschaft aktuell, Ihrem TV-Magazin in Kooperation mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Bei uns dreht sich wieder alles um die Bereiche Industrie, Handel und Dienstleistung. Und das hier sind diesmal unsere Themen. 10 Jahre IHK FOSA und Startschuss für die Ansbacher City-Werkstatt. Eine Erhebung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages zeigt, 51% von rund 23.000 befragten Unternehmen können offene Stellen nicht besetzen, weil es an Fachkräften mangelt. Personal aus dem Ausland könnte Abhilfe schaffen, doch wessen Ausbildung wird anerkannt und wessen nicht? Diese Frage beantwortet seit nunmehr 10 Jahren die IHK Foreign Skills Approval, kurz IHK FOSA. Die Ausbildung zur Hotelfachfrau ist nur eine von rund 350 Aus- und Fortbildungsabschlüssen, für die die IHK FOSA zuständig ist. Sie führt Anerkennungsverfahren für ausländische Ausbildungsberufe durch. In diesem Zusammenhang sehen wir uns ausländische Bildungsabschlüsse im beruflichen Bereich an und schauen, inwieweit sie vergleichbar sind mit deutschen und jetzt kommt es IHK-Referenzberufen. Und dann führen wir den Vergleich durch und müssen erst einmal gucken, wie sieht denn die Bildung im Herkunftsland aus, welche Ausbildungen gibt es da, wie wird dort Bildung vermittelt. Und dann prüfen wir richtig Schritt für Schritt, ist das übereinstimmend mit dem, was wir hier in Deutschland tun. Dazu zählen auch Berufserfahrungen oder Weiterbildungen. Es wird also eine Erwerbsbiografie erstellt und übersetzt, was jemand aus dem Ausland gelernt hat. Das ermöglicht Menschen einen Zugang zum Arbeitsmarkt, besonders wichtig in Zeiten des Fachkräftemangels. Eine wichtige Säule und immer wichtiger werdende Säule ist die Anerkennung. Und in dem Zusammenhang sind wir selbstverständlich ein ganz wichtiger Partner. Wir haben ja auch inzwischen in Deutschland mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine wichtige Möglichkeit geschaffen, damit beruflich Qualifizierte eben auch leichter nach Deutschland kommen können und arbeiten können. Und da haben wir zum Glück auch jetzt nochmal in Ansehung der Ukraine-Krise bereits Instrumentarien geschaffen, die wir jetzt eben auch in Krisensituationen nutzen können. Vor allem jetzt in der Ukraine-Krise rechnet Klemmt Kriegel mit einem Antragsanstieg. Das Verfahren an sich ist dokumentbasiert und wird durch telefonische Beratungsgespräche oder per Mail begleitet, auch um mit den Antragstellern in Kontakt zu bleiben. Laut Geschäftsführung wurden von 45.000 eingereichten Anträgen bisher rund 32.000 Bescheide ausgestellt, um somit dem Fachkräftebedarf in Hotellerie, Gastronomie und Co. entgegenzuwirken. Die Corona-Pandemie setzt den Innenstädten zu. Handel, Dienstleistung und Gastronomie verzeichnen weiter Umsatzeinbrüche, es drohen Leerstände. In Ansbach will man dieses Problem nun aktiv angehen. Wie kann man die Ansbacher Innenstadt beleben? Mit dieser Frage setzt sich die Initiative Ansbacher City-Werkstatt auseinander, die vor kurzem ins Leben gerufen wurde. Mitte März findet ein erster Austausch statt. Wir haben uns aus IHK-Sicht, das IHK-Gremium und auch die Geschäftsstelle natürlich, mit der Stadt Ansbach zusammengeschlossen und haben gedacht, wir wollen Menschen aktivieren, die ein Interesse haben, die Innenstadt in Ansbach zu beleben. Mit Projekten, mit Themen, mit Ideen und Menschen, die sich dann zusammentun aus dem Handel, aus der Gastronomie, aus der Kulturszene, aus allen Bereichen, um Projekte mit schnellen Erfolgen für die Ansbacher Innenstadt zu entwickeln. Als Vorbild dient die Nürnberger City-Werkstatt. Aus dieser entstanden Projekte wie die Summer Street Adlerstraße oder der lebendige Lorenzer Platz. Sie sollen für mehr Erlebnisqualität in der Innenstadt sorgen. Und weitere Meldungen aus der mittelfränkischen Wirtschaft haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Um ressourcenschonendes Bauen und Sanieren geht es bei der diesjährigen Ausgabe des IHK Immobilienpreises Mittelfranken. Bewertet wird unter anderem, inwieweit die Materialien bei Bau- und Sanierungsprojekten wiederverwendbar und recycelfähig sind. Dadurch steht die sogenannte graue Energie im Fokus. Sie wird bei Herstellung, Transport und Entsorgung von Baumaterial verbraucht. Auch weitere Aspekte der Nachhaltigkeit werden von der Jury einbezogen. Unternehmen sowie Planungs- und Architekturbüros können sich bis zum 15. Mai bewerben. Die Preisverleihung findet dann im September statt. Hilfe für die Ukraine. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, darunter die IHK-Organisation, haben die Initiative Hashtag Wirtschaft hilft ins Leben gerufen. Unternehmen erhalten hierbei Informationen zu Spendenmöglichkeiten, zur Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt und zur Auswirkung des Kriegs auf Betriebe und Beschäftigung. Außerdem werden Hilfsaktionen aus der Wirtschaft vorgestellt.
Und wir schauen noch auf unsere Zahl des Monats März, die 150. So viele Unternehmerinnen und Frauen in Führung gehören zum IHK-Netzwerk Frauen, Unternehmen, Wirtschaft. In diesem Jahr ist wieder eine Veranstaltungsreihe mit Netzwerktreffen und Fachvorträgen geplant. Der Start ist am 6. April mit einem digitalen Frühstück. Und das war's schon wieder von uns. Neues von der Wirtschaft in Mittelfranken sehen Sie dann wieder im April. Bis dahin, Servus und Ade.